Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu Sheltered. Bei diesem kleinen Haus. Wollen wir davon schleichen? Ah, wir sprechen sie mal an. Es ist nur einer, der sieht auch schon ganz schön runtergekommen aus, der Edward. Aber wir können immerhin mit ihm handeln. Fuck. Ach du Scheiße. Einmal fliehen geben wir uns. Es hat geklappt. Na bloß gut. Hier gibt es ein paar coole Sachen eigentlich. Das nehmen wir nochmal mit. Das nehmen wir nochmal mit. Das auch. Elemsche. Schutzschalter. Lassen wir das Holz hier. Nehmen wir den Schutzschalter noch mit. Und das Buch fürs Spielzeug. Die Bibliothek ein bisschen aufwerten. Ja, nehmen wir den Kalk noch mit. Dann können wir uns ein bisschen Zement noch craften. Oder dann reicht's auch erstmal. Dann brauchen wir den Scheiß nicht mehr. Ich denke, das ist ganz okay. Kommt, wir lassen das Wasser hier. Nehmen lieber nochmal Lebensmittel mit. Oder das Spielzeug. Guck mal, wir haben 28. Das ist in Ordnung. Oh, und da steht wieder was, was gefangen werden möchte. Aber wir haben aktuell keine Falle. Und wir wollen das Seil auch nicht verschwenden. Cool. Brennstoff weg. Das braucht man auch nicht mehr. Nehmen wir erstmal die beiden Sachen noch. Ist ja mehr so eine Erkundungstour, die der Gute macht. Hat ja keine Tasche dabei. Hat nur 6 Slots zum Mitnehmen. Ist natürlich nicht so wahnsinnig viel. Wird der Boxsack repariert, das gute Stück, damit es uns hier nicht von der Decke fällt. 2 Bücher haben wir schon. Coole Sache, die beiden kommen zurück. Ja, war jetzt nicht so ergiebig, aber ein bisschen Nahrungsmittel immerhin. So, kommt Conny auch noch? Oder nicht? Doch, da kommt Conny noch. Wahrnehmung immerhin gesteigert. Spielzeug ist auch wieder zurück. Leder gibt's. Jo. Wie sieht's jetzt aus? ABC-Schutzmaske. Fehlt immer noch Kunststoff. Aber eine könnten wir machen. Eine Pille nehmen und dann nochmal auf Tour gehen mit 2 Leuten irgendwie. Also eine... Ach, wir können nicht mal eine machen. Nee, ist klar. Ach, scheiße, ey. Conny hat keine Strahlenvergiftung. Also die wirkt eine Weile vor, die Tablette. Carola hat eine Lebensmittelvergiftung. Naja, klar. Was denn auch sonst? Die ist ganz schön anfällig so für Zeugs. Für Infektionen und... Ich meine, gut, sie hat wieder nicht geduscht. Naja, was soll man machen? Müsste höchstens dann sie doch nicht auf Auto setzen. Das wäre eine Möglichkeit, die einfach nicht auf Auto zu setzen und... Zumindest bevor sie auf Expedition gehen, sagt man hier, nicht auf Auto und dann sollen sie nämlich erst duschen und dann essen. Das wäre nochmal strategisch sinnvoll, zumindest jetzt am Anfang, wo wir noch keine 2 Duschen haben. Schauen wir mal, was uns so erwartet mit dem Ryan auf seiner Todesmission. Schon wieder gegen 3 Elbe, was hat der denn da für Schutzgürtel da? Jetzt würde ich eigentlich sagen, dass du jemanden wie mich an deiner Seite gut gebrauchen könntest. Meinst du nicht auch? Ja. Wir haben ja die Idee, das so zu tun, mal ohne Pille und so weiter zum Erkunden. Sonst wo auf die Karte die zu schicken. Wenn es denn nicht so viel Trauma macht, wenn die sterben, die Rekrutierten. Komm, wir nehmen mal den Scott. Dann schicken wir den gleich los. Davon haben wir schon 1. Brauchen wir also nicht. Wolle ist gut. Plaste auch. Batterie weg, weg. Plaste rein. Nylon rein. Und vielleicht sogar das Gummi rein. Ja, dass wir ein bisschen was haben, um diese ABC-Schutzmasken uns zu bauen.
Lebensmittel nehmen wir mit. Brennstoff, ja, verzichten wir erstmal. Okay, wie sieht's aus? Jetzt. Ah, da kommt er schon, der Scott. Der alte Waffenbruder. So, erstmal putzen hier. Das Erbrochene wegwischen. Sie wollen reden. Na toll. Reden in der Apokalypse, ich meine. Och, gucke mal. Die will direkt handeln. Also Kunststoff nehmen wir mit. Leder nehmen wir mit und hauen dafür die Lebensmittel raus. Oder auch nicht. Ach, dann hauen wir das Spielzeug raus. Das haben wir noch zum Handeln mitgenommen. Und nehmen die Lebensmittel noch mit. Also ein. 3, 4, 5, 6. Warum passt das nicht? Ach so. Geht nicht. Krass. Hat aber viel Wert hier. Lebensmittel bei ihm. Ja, aber den Kunststoff brauchen wir und das Leder würde ich halt noch, das brauchen wir auch. Ah, wir machen das mal so. Was soll's. Gut, wenn der Scott zurück ist, dann macht er sich gleich mal auf den Weg. Conny muss schlafen, soll er gleich mal machen. Die Kleine muss auch schlafen. Na toll. So, Scott, nun komm rein. Tippitoppi. Scott ist ganz gut drauf. Naja, hat ein bisschen Stress, was soll's. Und der kann gleich mal eine Expedition machen. Scott. Ganz alleine. Und zwar kann der jetzt mal, da ist eine Lichtung. Also er guckt da ein bisschen. Also ich meine, hier ist noch eine Stadt. Hier vielleicht auch noch. Da ist Gebirge. Ja, komm, den hauen wir mal hier richtig schön in die Walachei. So. Oder hier noch irgendwie sowas in der Art. Stetigen. Ja, ganz schutzlos. Schickt man nicht mit, nicht los. Aber die Tasche kriegt er nicht. Nein. Gibt's gleich die nächste Lebensmittelvergiftung wahrscheinlich. Maria muss schlafen. Buch lesen geht ja nicht mit den Kleinen, haben wir festgestellt. Kann schon mal hier runtergehen, weil der Schlafsack wird gleich frei. Und dann kann sie sich da hinhauen. Was hat sie denn? Ach, Lebensmittelvergiftung. Genau, trinkt da nochmal schön verunreinigtes Wasser drauf auf die Lebensmittelvergiftung. Dann bist du nämlich gleich im Eimer, verstehst du? Oh, das gibt's doch nicht. Erstmal wieder hier das Erbrochene entfernt werden. Lockt das auch Ratten an? Wahrscheinlich. Schmutz ist Schmutz. So, Bello geht's gut. Lebensmittel passt auch. Oh, die Dusche ist schon wieder halb im Eimer. Die wird repariert. Anschließend kriegt Bello was zu essen. Und was er hier will, weiß ich auch nicht. Er kann nämlich auch mal trainieren. Der Ryan. Auf seiner Todesmission. Schon wieder gegen drei. Das ist irgendwie so neu. Dass jetzt immer so Dreiergruppen sind. Die sind hier auch noch alle so schön bemannt. Ja, gegen drei Leute, Freunde. Das war's dann wohl mit Ryan. Nein, er hat's geschafft. Er konnte flüchten. Das ist ja mal eine Überraschung. Oh, hör auf zu brechen, Junge. Mädchen, Frau. So, und Conny ist der Nächste eigentlich, der auf Mission gehen könnte. Mit Jens vielleicht sogar. Zwar da auf die Stadt, zu der Stadt, die wir schon entdeckt haben. Noch ein paar Antistrahlungspillen holen und so. Das wäre ganz cool. Macht er sich erstmal was zu essen? Alles klar. Kann noch weiter trainieren. Er muss
wieder ein bisschen putzen, aber jetzt schläft sie immerhin, da kann sie nicht spucken. So, wer ist das? Das ist Scott. Auch auf seiner Todesmission. Gegen Paul. Oh, ich glaube, gegen Paul, da haben wir schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Okay. Stärke 3. Geschicklichkeit 2. Es ist ja gar nicht großartig. Dann machen wir den Jens noch mal ein bisschen. Lassen wir den noch mal ein bisschen trainieren. Dann kann der Papa und Sohn vielleicht noch mal los. Kapazität des Wasserlagers erreicht. Wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, jetzt aufzubrechen. Nee. Da können wir mal davon schleichen, wenn wir die Option schon haben, machen wir das auch. Und wir müssen unseren Generator wieder auffüllen. Bringt noch nicht so viel, das Bücherregal mit 3 Büchern. Plus 23. Das war ja sonst... Mit den Lumis war das ja die Upgrade-Maschine schlechthin. Conny repariert und ist jetzt müde. Und Mutti ist immer noch hier am Brechen. Leidet noch an der Lebensmittelvergiftung. Es ist nicht zu fassen. Scott an Conny. Ich habe hier noch jemanden entdeckt. Doch sie haben mich noch nicht gesehen. Na, dann wollen wir, dass das so bleibt. Oh, jetzt muss er auch erstmal schlafen nach dem Trainieren. Holzplatz. Holzplatz kann gut sein. Wobei Holz ist jetzt etwas, was wir nicht unbedingt brauchen. So, jetzt machen wir erstmal hier ein bisschen Zement. Oder Beton oder was? Zement, glaube ich. Aus Kalk und Sand. Und theoretisch, wenn die Maria hier nochmal trainiert... Ist der Conny natürlich hungrig und müde. Hat aber auch ein bisschen was geleistet. Kann man nicht anders sagen. Er hat ein bisschen trainiert. Er hat repariert. Gucken wir mal, was uns hier beim Holzplatz erwartet. Hallo, wer ist da? Ich bin's. Ryan. Hilfe. Nein. Oh. Mist. Sag ich jedes Mal, ne? Ich sage immer, wir lehnen immer ab und dann sage ich immer, Mensch, hätten wir mal, bla bla bla. Handsäge haben wir schon, Axt, Lebensmittel können wir noch vollhauen. Nagel wäre natürlich nicht schlecht, aber hier Gummi und Nylon und vor allem Plaste und Wolle ist wichtiger und auch Leder. So, wenn Conny fertig ist mit Schlafen, zieht er los, zum Beispiel mit Maria. Die dürfte jetzt ihre Stärke nochmal ein bisschen erhöht haben. Geschicklichkeit auf jeden Fall erhöht. Gab auch einen Stufenanstieg in Geschicklichkeit. Okay. So, irgendeiner von... Ah ne, ich dachte, es ist einer zurück, aber nein. Es möchte jemand wahrscheinlich, hoffentlich handeln. Margaret. Ach komm, die lassen wir mal rein. Was hat die für Stats? Naja, geht so. Und die nächste Todesmission wird gestartet mit Margaret. Und zwar diesmal nach... Also da gehen wir gleich mal richtig hin mit Tasche und Schnick und Schnack. Dann kann sie ja hier nochmal ein bisschen erkunden. Und
und mal zur Lichtung gehen und die Hütte vielleicht noch. Jawohl, und sie kriegt aber immerhin ein Rohr und das war's. Nee, die Axt. Family comes first, Freunde. Das ist der Untertitel dieses Spiels und das werden wir jetzt mal tun, gerade am Anfang. Wenn wir hier alle durchbringen wollen, die Kernfamilie inklusive Hund, dann müssen wir das so machen, wie wir es jetzt machen. So. Okay. Nee, jetzt ist aber mal Schluss. Naja, keine Ahnung, so viel Trauma kann ja keiner überwältigen. Wenn die jetzt alle sterben hier, haben wir ein echtes Problem. Ist aber jetzt auch nicht so wirklich, was wir brauchen. Nee. Der Scott, unser alter Waffenbruder mit Waffengürtel. Die sehen jetzt alle so aus. Wen haben wir denn da? Wenn du einen Partner willst, bin ich dein Mann. Nein. Oh, die haben alle, wenn die gegen uns kämpfen, Freunde. Eieieiei. Wir haben so eine Nulpen nur rekrutiert. Das gibt's doch gar nicht. Geht hier irgendwas Spannendes im Journal? Ach, könnte nett sein, Margaret bei uns zu haben. Ich glaube, dass sie Hoffnung geben hat. Aha. Wenn die jetzt stirbt, kriegen wir dann Trauma? Also wir haben nur noch 4 Antistrahlungspillen. Aber der hatte ja eine geschluckt im Vorfeld. Also da dürfte eigentlich alles gut sein. Er geht jetzt duschen, Kollege. Ja. Der Jens ist gut drauf. Kann man einen Schutzraum reinigen. Der Papa ist auch gleich fertig. Vielleicht können wir hier... Jawohl, eine Maske machen wir uns mal. Und wie sieht's aus? Dann könnte Maria eigentlich... Nee, der Jens. Jens und Conny. Jens und Conny machen sich dann los auf Expedition. Der muss jetzt noch ein bisschen was essen. Ach nee, der repariert. Ja, ist gut. Der repariert jetzt, dann wird was gegessen und dann geht's los. Maria muss schlafen, komm nicht dich hin. Nicht immer warten, bis man völlig übermüdet ist. So, boah. Gute Frau. So, der Scott. In der Ferne etwas, was wie eine Apotheke aussieht. Ach Mensch, Karte ansehen. Der Scott, wo ist er? Hier, ach, da haben wir schon eine Stadt entdeckt. Dann hat sich die Expedition noch schon mal gelohnt von dem Scott. Und die Margaret... Die ist hier noch unterwegs. Okay, die ist noch nicht so weit fortgeschritten. Wir warten mal noch, bis er was gegessen hat. Der Jens trainiert jetzt nicht nochmal. Und dann geht Conny mit Jens gleich einmal los. Wenn der fertig ist mit Essen. Okay. Expedition ausrüsten. Conny hat Durst. Ja, der trinkt ja jetzt, glaube ich, gerade noch was. Und Jens ist hier. Der ist ganz okay. Dann gehen wir mal Karte gucken und gehen jetzt aber hier zu den bekannten Orten. Das bedeutet, wir gucken uns hier das kleine Haus an und das kleine, die Tankstelle. Auf jeden Fall die Apotheke. Ja, einfach hier. Ja, das reicht. Ausgerüstet wird natürlich jetzt hier schön die Tasche. Conny kriegt noch... Nee, Conny, vielleicht hat, weiß ich nicht, der hat eine Antistrahlungspille genommen. Wir probieren es mal. Wir gucken mal, ob die noch wirkt. Ist zwar schon Ewigkeiten her, aber wir schauen einfach mal. Und der kleine Bengel kriegt die Maske. Und dann können wir die ja auch theoretisch im Nachhinein nehmen. Das sollte passen. Ob es wirklich passt, werden wir dann sehen in den nächsten Folgen. Bis dahin. Ciao, tschüss, dein Lumi.